Ja, hallo Freunde, Christian Schemeier, Patrick Bock, Transcoach, Psychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und aber auch, das wollte ich auch nochmal sagen, auch andere Themen, die mich interessieren. Und zwar wollte ich nochmal ein Update machen zu meinem Video, die Reaction, die das ZDF freundlicherweise freigegeben hat, auf Böhmermann, was steckt hinter ritueller Gewalt. Und wollte aber vorab noch ein bisschen was sagen. Ja, auf meinem Kanal sind ganz unterschiedliche Inhalte von Trash-TV-E-Mails, sowas. Und ja, es ist, wie es ist. Ne? Das ist mein Wohnzimmer hier. Manche gucken lieber das, manche gucken lieber jenes. Und ich wollte nur einfach nochmal sagen, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich mir die Themen aussuche, sondern ich habe das Gefühl, es gibt einfach Sachen, die ich machen muss, weil es fühlt sich wirklich wie an so eine innere Stimme, so das Video musst du jetzt machen. Und von daher, ja, manche regen sich drüber auf über meine Auswahl an Themen, manche finden es gut. Ich werde da nicht jeden zufriedenstellen müssen, aber für mich muss einfach meiner Berufung nachgehen, sag ich mal. Da kann ich irgendwie nichts dran ändern, ist wie es ist. Und jeder kann ja auch gucken, wo er happy ist. Hier auf YouTube ist ja auch großes Feld, sag ich mal. Ja, und zwar hatte ich ja auf dieses Video reagiert, hat sich noch neue krasse Sachen ergeben, finde ich persönlich. Dass ich hatte ja gesagt, dass es da so einen Zeitungsartikel gibt, was jetzt sich herausstellt als scheinbar so ein PR-Magazin. Klepp heißt das, wo gesagt wird, ja, der Staatsschutz hat überlegt, ob er da gegen Böhmermann vorgeht und war aufgeweckt, weil die Frau Michaela Huber, um die es hier geht, die Psychologin, weil die in irgendwelchen mega wichtigen Programmen arbeitet. Wir können uns das auch nochmal angucken hier. Und da hat es jetzt wirklich krasse Neuigkeiten gegeben, die ich euch nicht vorenthalten will. Aber gehen wir mal kurz in den Artikel rein. Ja, ist also dieser Artikel hier, Staatsschutz der Mittel offenbar gegen Böhmermann und so weiter und so fort. Und da hat jetzt dieser Internetanwalt von WBS Legal, heißt der Kanal, glaube ich. Ich guck mal gerade. Ja, und zwar der Christian Solmecke, verlinke ich auch nochmal drunter, hat auch was drüber gemacht, ob denn das jetzt irgendwie rechtlich groß problematisch ist, was der Böhmermann da gemacht hat, und kommt zu dem Schluss scheinbar nicht so wirklich aus seiner Sicht, und hat auch was sehr Interessantes gesagt, dass nämlich derjenige, der den Artikel hier geschrieben hat, dieser Bijan Peymani, wenn man den jetzt mal bei Google eingibt, zusammen mit Michaela Huber, also die diese Seminare gemacht hat über rituelle Gewalten, diese uns satanistische Blablabla, wenn man die jetzt mal zusammen eingibt, was kommt da? Oh, die haben zusammen ein Buch geschrieben. Wow! Und Books on Demand hier, Peymani und Michaela Huber. Und ja, hier ist ein Experten-Talk. Können wir auch mal draufklicken. Michaela Huber im Gespräch mit Bijan Peymani. Und das heißt, es ist jetzt gar keine unabhängige Recherche, sondern es ist einfach irgendein Buddy von ihr, wo ich schwer denke, ey, Leute, was ist los mit der Welt, ey? Ja, genau, mir hat auch noch jemand geschrieben, warum ich denn da was zu sagen würde, weil die Michaela Huber hat ja Bundesverdienstkreuz bekommen, wo ich mir denke, ja, wenn die so schlimme Verschwörungen aufdeckt, die Michaela Huber, warum ist das jetzt toll, wenn sie vom Staat dann Bundesverdienstkreuz bekommt? Aber ist auch sowieso, also die Leute, die ich kenne, die ein Bundesverdienstkreuz haben, naja, egal, lass es einfach mal so stehen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt, heißt nicht automatisch, dass da immer alles passt, nur weil man ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Aber gut, das war nur so am Rande, aus dem Schneiderraum hier mal kurz. Und scheint so zu sein, also Böhmermann lässt das zumindest so durchblicken, dass das alles, ja, irgendwo viel heiße Luft ist. Also wie ich das gesehen habe, war ich wieder völlig fassungslos. Ich bin einfach jeden Tag neue Gründe, fassungslos zu sein. Es ist einfach unglaublich, unglaublich.
Kann man den auch nochmal alleine eingeben, was da nicht kommt, habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, also kommt jetzt auch nicht viel Neues. So, gut. Ja, also das wollte ich nur noch ergänzen, dass das alles dann doch nicht so heiß gekocht wird, wie das so erschien und Böhmermann vorm Fall steht und ich weiß nicht was. Sondern es war einfach, ja, wirkt auf mich so, als wenn da irgendein Buddy einfach ein bisschen aushelfen wollte und macht das Ganze natürlich noch mehr fishy irgendwie, als es sowieso schon ist. Aber gut, ihr könnt ja auch eure eigene Meinung bilden. Ich will da auch, wollte ich auch nochmal sagen, ich will auch gar niemand antriggern. Ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss machen, was ich machen muss. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die Welt ein dunkler Ort ist, dass es schlimme Säcken gibt, schlimme Sachen passieren, viel Missbrauch gibt. Holt euch da auf jeden Fall Hilfe, das ist also überhaupt keine Frage, sondern es geht wirklich um ganz eingegrenztes Thema, was ich schon länger verfolge. Und mir sind einfach diese ganzen Verschwörungstheorien absolutes Dorn im Auge und werde ich euch immer wieder sagen. In diesem Sinne, gabt euch wohl und wenn euch diese Art von Content nicht gefällt, freut euch auf die nächsten E-Mails und all das, was sonst noch kommt. Und es wird immer eine bunte Mischung bleiben hier auf dem Kanal. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.